Servus, grüezi und hallo Freunde der einfachen Coins. Es ist endlich wieder soweit. Mittwoch, unser wöchentliches Listen-Update. Gemeinsam mit MMTV darf ich euch die besten Karten zum Coins machen hier präsentieren. Alles schön komprimiert in einer 100k, 300k, 600k oder 1 Millionen UV-Liste. Alles perfekt auch aufgebaut, wann ihr die Karten kaufen sollt, welche Karten ihr lieber jetzt nicht kauft. Und ein paar Hinweise auf die sensationelle Centurion-Promo, die am Freitag um 19 Uhr ja startet. Seit gestern sind wieder unglaublich krasse Leaks gekommen, unter anderem hier Eusebio wird womöglich mit die beste Karte im Spiel sein, ist im Centurion-Team dabei und wird hoffentlich für einen von euch, der jetzt das Video liked und damit eine Menge Packluck hat, auch zu ziehen sein. Ich persönlich, ich sage entweder wir ziehen es oder wir traden uns die Karten. Eusebio ist die Lieblingskarte von MMTV und da hoffe ich natürlich, dass er sie ertraden muss, denn Packluck hat er eh genug. Gut, Bobby Charlton, nächste Karte, leider verstorben, rest in peace, Sir Bobby Charlton, eine absolute Legende im englischen Fußball, war auch 1966 maßgeblich an dem Erfolg beteiligt, ist jetzt leider verstorben, finde ich cool von EA, dass sie ihm auch eine Spezialkarte dann so schnell zur Verfügung stellen oder dass sie uns eine Spezialkarte so schnell zur Verfügung stellen. Und auch hier denke ich mal, die Karte wird sich mega krass spielen lassen. Da kommt einiges auf uns zu, Freunde. Tomori auch noch bestätigt worden. Womöglich der beste Verteidiger der Serie A. Ja, bin ich auch definitiv gespannt. Und für uns, für alle Grinder, für diejenigen, die SBCs machen, eine weitere Arsenal London SBC nach Declan Rice wird Martin Odegaard das Spiel joinen. Die Karte hat ja 5-Star Spezialbewegungen und 3-Star schwacher Fuß. Und bin ich gespannt, vielleicht machen sie am schwachen Fuß was, dann könnten wir da eine richtig starke Karte haben. Ja, hoffentlich nicht zu teuer. Bisher muss man echt sagen, EA hat die Preise für die SBC super gestaltet. Abgesehen von Leao, sage ich jetzt mal, den fand ich einen Tick zu teuer. Aber die Icon-SBC, Hero-SBC und so weiter, sehr, sehr gut. Und da gehe ich auch mal davon aus, dass er preiswert werden wird. Genauso wie Mudryk, er hat jetzt aufsteigende Form, Maguire, Onana, Mudryk, die Totgesagten leben länger, sagen so schön, sagt man so schön, haben viel durchgemacht, die Kritik auf der Insel ist dann doch immer ein ganz anderes Niveau und so freut es mich einfach, dass er zu seinem Spiel findet und da Mehrwert für Chelsea erzeugen kann, wird als SBC womöglich kommen, genauso wie Ashley Cole, weiterer Spieler aus der Premier League. Ich habe da immer nicht so gute Erfahrungen mit ihm, Erinnerungen an ihn, er hat 2012 den FC Bayern eine der größten Niederlagen zugefügt, aber kommt auch im Spiel Spezialkarte immer sehr beliebt in FIFA. Das sind noch die Karten, die wir uns im gestrigen Video ausführlich angeschaut haben. Wer es nicht gesehen hat, das gestrige Video, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da haben wir die Kühle, Zico, Jairzinho, Charlton, Rooney, Ashley Cole, wie gerade besprochen, Rashford, Pedri, Lacazette, Mendy, Thiago Silva und Tomori, mega krasse Karten, startet Freitag 19 Uhr. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden. Ja, welche SBCs wie gepreist werden und was es sonst noch für Gamble-Content gibt. Auf jeden Fall wird es definitiv dazu führen, dass wir eine Menge Coins machen. Da werden wir jetzt dann auch gleich in den Trading-Bereich des Videos einsteigen. Gestern auch noch Champions League. Krass, was ein Tanz auf der Rasierklinge in Istanbul. Was für eine geile Stimmung. Hut ab, zwar nicht so geil wie bei Besiktas, aber schon sehr weit vorne dabei. Ich muss leider gestehen, dass Besiktas mein Lieblingsverein ist in der Türkei. Aber ich war schon sehr beeindruckt, wie die Gala-Fans da gestern ihre Mannschaft supportet haben. Mega, mega cool. Solche Spiele wünscht man sich. Und da, großes GG an die türkischen Fußballfans. Genau so diese positive Verrücktheit will man doch sehen als Zuschauer. Dann die Karten in der Champions League. Modric mit dem Sieg, Osimhen gewonnen, Bruno gewonnen, Saka gewonnen, André Silva gewonnen. Alle bei ein paar Winken schon die ersten Upgrades. Immer im Auge behalten, wie sich die Preise verändern im Laufe nach den Spielen. Vielleicht kann man da auch den einen oder anderen sehr, sehr günstig damit draufnehmen. Schauen wir uns aber gleich noch im Listen-Update an. Weiteres heute Abend Team of the Week. Griezmann ist bestätigt, Goretzka, Luis Alberto wird wahrscheinlich etwas für die UV-Liste werden. Frimpong, Openda, Politano könnte auch sehr, sehr gut sein für die UV-Liste. Anjemi vom Eintracht Frankfurt, genauso Douglas Luis, den weiß ich noch letztes Jahr, der ging mega gut, die Informkarte mit dem Shadow. Und Carlos Soler, Somerville, Courtois und Danny. Ja, da schauen wir mal, wie die Karten werden. Heute Abend 19 Uhr bin ich auch live, können wir uns dann gemeinsam anschauen. Und ja, was noch? POTM, La Liga, da kann es nur einen geben. Es kann keine andere Option geben wie Bellingham. Wobei Griezmann hätte sich's auch verdient, aber es muss Bellingham sein. Was soll's denn? Der war in 13 Spielen neunmal Man of the Match.
Ja, was soll der sonst leisten? Was denkt ihr? Schreibt es mal einen, der. Was denkt ihr? Wer wird POTM? Bellingham oder Griezmann? Ja, schreibt es gerne mal Bellingham oder Griezmann. Also nicht jetzt Bellingham oder Griezmann. Wenn du denkst, es ist Bellingham, schreibt es Bellingham in die Kommentare. Wenn du denkst, es ist Griezmann, haust du Griezmann in die Kommentare. Aber ich würde mich da komplett wundern, wenn einer von euch da sagt, nee, Bellingham hat es nicht verdient. Bevor wir jetzt reintauchen in das Ganze, ich habe es schon vorbereitet, werdet ihr gleich sehen, habe ich immer noch ein paar Hinweise. Also ich habe ja gestern Abend so meine Liste befüllt und bis jetzt sind es 18 Verkäufe. Ja, wir müssen da ein paar Dinge jetzt durchsprechen, die euch definitiv helfen werden, die nächsten Tage ja, mit Gewinnen und nicht mit Verlusten durchzufahren. Ja, es sind durch den Content, der gekommen ist, gestern noch der 84 Plus Pick. Macht ihr den? Ich lasse das. Ja, 84 plus für einen 85er mit abgeben, ey, boah, das finde ich zu viel. Ja, jetzt hat das Menü gerade ein bisschen gehangen wieder, das wird nicht besser. Das können wir aufgeben. Aber 84 plus Doppel-Upgrade, zwei 84er Spieler für ein 84er Team und ein 85er drin. Boah, hey, kann sich natürlich mega lohnen, wenn man zu viel Futter hat. Oder einfach zu viele Coins in generell, aber so grundsätzlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier schon nicht so unbedingt gut. Aber wenn du denkst, es kommt ein Ödegaard, es kommt ein Mudrik, es werden noch weitere SPCs kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir so eine Centurion-Icon sehen werden. Es werden neue Centurion-Evolutions kommen. Boah, ich glaube, Futter kann man sehr gut gebrauchen. Und der neue Season Pass, der wird auch noch eine Woche dauern, bis der da ist. Kommt erst, glaube ich, nächste Woche in 7 Tagen. Genau, morgen nochmal Rivals-Belohnungen. Somit, ja, ich würde es lassen. Aber wenn ihr natürlich Bock drauf habt auf den Gamble, dann go for it. Ihr seht ja, 85er sind gebraucht worden. Bei mir haben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 85er verkaufen lassen. Und hier die 84er und 82er sind eher so, kann man locker nachkaufen. Aber 85er hier bei 8,5, 8,5 würde ich jetzt nicht mehr nachkaufen. Ja, morgen haben wir Rival Rewards, Donnerstag neue Promo, es wird die nächsten Tage wieder sehr viel Supply kommen. Es gibt keine Garantie, dass sich die 85er gut verkaufen lassen, es gibt aber genauso wenig eine Garantie, dass sich die 85er dann am Freitagabend günstiger kaufen lassen. Ja, ist nur das Problem ist an der Hinsicht, ist jetzt nicht unbedingt, dass sie fallen oder dass sie noch weiter im Moment steigen, sondern dass sie teilweise einfach die Preisrange nicht hergeben. Ja, die haben 10.000 Coins Maximalpreis und du musst für die Karte mindestens 5-10% unter Maximalpreis bleiben. Und somit ist es halt sehr, sehr schwierig, dahingehend auch noch ein paar gute Coins mitzumachen. Ja, kann ich euch nur, Upamecano habe ich jetzt mal gelöscht, weil ich zeige euch gleich ein Beispiel, kann ich euch nur ans Herz legen, lasst 85 erstmal sein. Und es gibt genug andere Alternativen. Ich habe drei Listen jetzt gleich dabei. Ich zeige jetzt nochmal kurz, wie das funktioniert, wie ihr die Karten einkaufen solltet. Da muss ich es nicht nochmal switchen, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit und das Video wird nicht unnötig lang. Ich hoffe, du hast das schon geliked. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mal wieder die 200-300 Likes schaffen würden. Das ist nämlich eine Bestätigung für Manu und mich, dass ihr diesen Content hier weiterhaben wollt. Wenn wir merken, ihr braucht unsere Listen gar nicht mehr, weil ihr wisst, wie man die Listen selber baut, dann sparen wir uns die Arbeit und machen wir stattdessen dann halt anderen Content. Also das könnte man auch anbieten, wie ihr es haben möchtet. Ja, liegt immer an euch, wenn ihr das entsprechend supportet. Hier für 2,6 nehme ich den jetzt beispielsweise mal mit. Karte, habt ihr gesehen, die Karte kostet 2.100 auf dem Markt. Du schaust immer zuerst, was kostet die Karte ohne Chemistry Style. Bei Meccano, ja, setzen wir mal zurück, ohne Chemistry Style. Und dann 1.900, 2.100 kostet sie. Und dann guckst du, was kostet sie mit Shadow. Ja, und dann versuchst du zum Marktwert die Karte mit dem Shadow zu bekommen. 1.900, ja, bin ich zu langsam, wäre natürlich ein Traum gewesen. Aber schönes Beispiel, dass es möglich ist, die Karte auch zum Marktwert zu bekommen. 2.600 wäre jetzt ein Tick zu viel, weil ich für meinen Teil sage immer, hey, bin viel zu faul, will nicht lang rumsnipen, zahle lieber 500 mehr, mache ich halt 500 weniger Coins Gewinn. Für Anfänger oder diejenigen von euch, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ist es schon wichtig, dass ihr die Karte zum guten Preis kauft, weil auch gleichzeitig, ne, dieser Filter hier, mit Shadow, bei Meccano mit Shadow, wenn ihr den jetzt für 2.000 snipen könnt, es geht dann mit jeder anderen Karte auch, ist gleichzeitig ein Sniping-Filter, könnt ihr euch immer alle Karten auf der Liste nehmen, die Defensive mit Shadow, die Offensive mit Hunter, die snipet euch so und dann bietet ihr es plus 1k an nach der 1k-Methode oder einfach die 400 Coins jetzt drauf und kleine Gewinne machen, so kommst du auch schnell an Coins. Kann allerdings sehr ermüdend sein, snipen an der Konsole, daher würde ich es empfehlen, an die Web-App zu gehen, da kannst du bist du schneller und das Menü stützt auch nicht so oft ab wie hier auf der Konsole. Okay, Upamecano, das Beispiel ist jetzt klar. Dann, wenn du Upamecano nimmst, auf Transfermarkt anbieten, mal kurz die Kamera weg,
2000 ist jetzt der Richtpreis. Nicht, der Richtpreis ist nicht der Einkaufspreis. Ja, wenn du jetzt den für 6200 kaufst, nicht für 6200 als zahlende anbieten, das ist ein Schmarrn, weil das ist nicht der Einkaufspreis, ist der Richtpreis, sondern der Marktwert, was die Karte aktuell auf dem Markt kostet. Ja, du kannst jetzt hierher gehen und kannst den pauschal plus 1k anbieten, machst du 500 Coins Gewinn plus 1k mit Shadow, der wird dann auch relativ schnell rausgehen, wenn du den stündlich anbietest. Oder du gehst hier 4100, zahlen wir zu 1400 oder meinetwegen auch 5100, kannst alle Preisgestaltungen machen. Du kannst auch pauschal sagen, hey, ich mache jetzt einfach nur 2000, ich mache 4000, mache 3600, dann machst du 1500 Coins Gewinn. Da gibt es jetzt nicht wirklich eine Wissenschaft von 1000 bis 2000, ist egal, ob du einen Zahlendreher anpeilst oder nicht. Aber so 4100 habe ich im Verkauf bei der Zahlendreher zu 1400. Die erste Liste, der ist jetzt gleich auf der ersten Liste drauf, die zeige ich euch gleich. Die erste Liste kostet 100.000 Münzen. Du kannst den jetzt auch zweimal mitnehmen. Einmal bietest du an plus 1k und einmal dann plus 2k. Fertig. Ja, da kommst du locker bis Freitagabend durch und Freitagabend baust du eine teurere Liste. Aber dazu jetzt gleich mehr. Ich habe die Listen aufgebaut in drei Stück. Ich habe mir hier, ich habe mir hier immer noch ein paar Notizen dazu gemacht für diejenigen, die bei uns auf dem Discord sind, stehen immer alle Notizen mit dabei, was man beachten sollte, ja, wie teuer die Listen sind, steht ganz unten, welche Karten auf der Liste sind natürlich und die Hinweise, wann man die Karten am besten einkauft und wann man sie am besten weglässt, kommt immer Dienstagabend und natürlich mache ich es dann für meine Freunde hier auf YouTube auch zusammengefasst nochmal. Ich hoffe auch, die Jungs auf dem Discord schauen sich das Video noch an, weil es oft nicht schadet, dass man es auch mal noch visualisiert, damit man wirklich keinen Fehler macht. Ja, ich hätte jetzt auch, die drei Listen sind so strukturiert, dass ihr wenig Risiko habt und die Einkaufszeitpunkte, die ich euch gerade noch sage, sind so gewählt, dass ihr sichere Coins macht. Ich will jetzt hier nicht in Aktionismus fallen. Ich könnte jetzt auch sagen, jawohl, wir bauen jetzt eine 2 Millionen V-Liste und es knallt so und dann klappt es für alle von euch nicht. Das will ich nicht. Mir ist es wichtig, dass wir stetig unsere Coins vermehren. Aktionismus ist mir scheißegal mittlerweile. Ich glaube, wir haben unsere richtig geile Community aufgebaut, genau mit diesem Vorgehen und somit ist es wichtig, wirklich, dass wir wegkommen von diesem, ja, jetzt diese Karte verdoppeln, bla bla bla. Da müssen wir weg, wir müssen sichere Coins machen, auch wenn es manchmal ein bisschen ruhiger läuft, zu den letzten Tagen war es ein bisschen ruhiger, seit gestern Abend ist es wieder schön angezogen und so kleine Dellen wird es immer geben, dass man ein bisschen langsamer geht, dass man mal die Coins ein bisschen schwerer verdient, aber so ist es auch wichtig, dass man mal durchschnaufen kann und ich bin sicher, wenn ihr die Dinge so umsetzt, wie wir sie besprechen, dann werdet ihr sehr, sehr viele Coins machen. Hier die Karten auf der 100k-Liste, die könnt ihr immer kaufen. Immer, jede Karte könnt ihr Woche für Woche nachkaufen. Die Liste kostet 99k. Es gibt nur zwei Karten, wo ich noch warten würde bis Freitag auf der Liste. Das ist zum einen mal Chiesa, der hat 84er Rating, kostet 9800 Coins, könnte Freitag bei 7-8k sein. Dann noch bei Adeyemi würde ich auch noch warten. Und ja, natürlich die 85er Jota ist mit drauf, aber der geht so gut, der ist auch spielbar. Ja, da wartet es mir auch noch, der hat auch eine höhere Preisrange, könnt ihr auch noch mitnehmen. Die anderen wie Lorente, da ist das Ziel, den mit einem Shadow für maximal 4200, 300 zu bekommen, dann für plus 2k, wenn ihr sie nur mit einem Anker bekommt, die Karte, dann plus 1k, immer bestmögliche Chemistry-Style, ja, und dann durchgehen. Genauso die nächste Karte, Rabiot ist bei mir raus, habt ihr gesehen, Nuno Mendes, Gabriel Jesus, ey, was ist das jetzt hier, warum blendet es mir hier die Werbung ein und die geht immer mit? Das ist ja scheiße. Ja, lass mich in Ruhe. Also, so, schön, oder? So, Freunde, jetzt Rabiot, Nuno Mendes, Gabi Jesus, Van de Feen, Reece James, Depay, Nunes, Rafinha, Madison, Chiesa, Adeyemi, Jota, Machiri, Correa, Bremer, Kolumani, Kimpembe, Luis Diaz, Tchouaméni, Pope, Rams, Ramsdale, Keeper immer mit Glove, Gabriel Martinelli, Roris, Kimmenye, Upamecano, Guardiol, Cascarino, Grimaldo und Lucas Hernandez. Diese Karten, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, wenn du sagst, 100k habe ich für IV, hast du weniger als 100k, machst du die Beat-Methode, machst du die 1k-Methode, spielst du ein bisschen das Game und sammelst die Coins und dann baust du diese Liste. Und wenn du 300k hast, nimmst du die Karten einfach dreimal zu unterschiedlichen Preisen. Reicht vollkommen, kommst du gut durch, kannst du deine Coins wöchentlich easy verdoppeln und fertig, okay? Aber das sollte immer das Grundgenüss sein für jede IV-Liste, diese Karten mit drauf. Dann die nächsten Karten auf der Liste ist eine 300k-Liste, also das ist die Nummer 1 gewesen und das kommt dann on top an die 100k-Liste. Das heißt, insgesamt kosten diese zwei Listen 400.000 Coins.
Ja, aber bitte die nicht bauen, wenn du die erste nicht hast. Immer die erste Liste bauen und dann zu denen, wenn du noch 300.000 Coins mehr hast. Talisker, Hunter, McTominay, Shadow, Klaus, Anker, Tavernier, Anker. Ja, was anderes hier nicht von den Chemistry Styles. Yongwa mit einem Sentinel ist okay, weil der so viel Pace hat. Sanchez, Anker, Kangin Lee mit einem Hawk. Dann Quarta, Anker, Toima, Catalyst meinetwegen. Golovin mit einem Anker. Dante mit dem Shadow, Guirassy, Trailblazer mit dem Hunter, Todibo mit dem Shadow, Mallard mit dem Hunter, Dempsey mit dem Hunter, Ricken, Kanu, alle drei mit dem Hunter, Pedro Gonzalez genauso, Romero mit Shadow, Aubameyang mit Hunter, Des mit Anker und Giroud mit Glove. 300k, jede Karte einmal, hier nicht zweimal, dreimal, jede Karte nur einmal. Hast du dann das, hast du 400k-Liste und dann kommst zu der 650k-Liste. Ja, kostet jetzt 685k, ist seit gestern wieder ein bisschen gestiegen. Ich werde euch diese Liste im Samstagsvideo nochmal aktualisieren. Und Samstag zeige ich euch immer meine komplette UV-Liste hier auf dem Kanal. Also bitte mal ein Abo da lassen. Und dann werde ich euch zeigen, wie viel die Liste noch kostet. Aktuell würde ich die Karten hier nicht kaufen. Ja, meine außer Kundanji, Milinkovic, Savic, zwei Spezialkarten und Lukaku, drei Spezialkarten, die könnt ihr mitnehmen. Und ansonsten würde ich mit diesen Karten abfotografieren, warten bis Freitagabend, neue Promo, ja, mega viele Packs werden geöffnet, es werden viele Packs auch aufgespart, ja, und dann werden die Karten dementsprechend auch günstiger werden und daher ist die Liste jetzt 650k für Freitagabend reserviert, alle Karten mit Alaba, Karachaui, Berbatov, Berbatov Hero, Osimhen, Bruno Fernandes, Cancelo, Nkunku, Goretzka, Geora, Barilla, Musiala, Rolfo, Coman, Davis, Maignan, Hakimi, Kvaratskhelia, Ronaldo können gleichzeitig auch aus Flips bewertet werden. Wer weiß, was Flippen ist, kopiert euch die Liste, schaut euch die Preise Freitagabend an. Entweder 19.30 Uhr einkaufen oder 2 bis 3 Uhr morgens, wenn ihr wach seid. Bitte jetzt aber noch nicht einkaufen, weil ich da denke, da werden einige Karten noch günstiger werden. Sollten sie nicht günstiger werden, habt ihr kein Risiko gemacht und somit habt ihr eine 1,1 Millionen UV-Liste. Ich würde es jetzt auf keinen Fall bauen, wenn ihr es dennoch bauen wolltet, natürlich für die OGs auf eigenes Risiko, ihr wisst es. Wie findet man Karten für seine eigene UV-Liste? Auf Putbin, dann auf PGB, Player Game Performance, stellst du dein Budget ein, Price 0 bis 5k, whatever, und dann sortierst du nach Spielen, bam, fertig. Und ja, dann kannst du dir erstmal jede Karte nach der Einkaufmethode einmal kaufen mit einem geilen Chemistry-Style und bietest zu UV an. Preisgestaltung kommt immer wieder zu kurz. Habe ich euch hier unten dran auf meinem Instagram-Account das Ding hochgeladen. Lasst da gerne Liebe da, holt euch die Liste. Steht alles dabei, wie man die Karten anbieten sollte, welcher Richtpreis, was man beachten sollte, was die einzelnen Methoden sind. Gute Hilfe, vor allem für Neulinge, die immer fragen nach der Preisgestaltung. Und ja, wie kommt man auf den Discord? Entweder hier als Kanalmitglied in YouTube oder auf Twitter. Easy, seid ihr auf dem Discord, gibt es auch den einen oder anderen Investment-Call. Ich bin fertig, danke fürs Anschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und ganz viele Coins die nächsten Tage. Bis zum nächsten Video, peace out.